Die Niederlande trauert um einen Mann, der als Held des Zweiten Weltkriegs gilt. Königin Maxima und König Willem Alexander haben ihre Anteilnahme und ihren Respekt durch einen Beitrag auf Instagram ausgedrückt. Sie gedenken des kürzlich verstorbenen Kriegsveteranen André Hissink, der am Montag, dem 1. Januar, im hohen Alter von 104 Jahren verstorben ist. Königin Maxima und König Willem Alexander wählten für ihre Ehrung eine Schwarz-Weiß-Fotografie des Veteranen und sie schrieben Worte, die ihre Bewunderung und Dankbarkeit widerspiegeln. Mit großem Respekt gedenken wir des Veteranen André Hissink, so die Worte des Königspaars. Die Verdienste Hissings sind bemerkenswert. Als Pilot der niederländischen Staffel flog er im Verbund mit der britischen Royal Air Force während des Krieges mehr als 60 Einsätze. Königin Maxima und König Willem Alexander denken mit schönen Worten an den Helden zurück, um die damaligen Zeiten nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Sein mutiges Engagement und das der Engländer für unsere Freiheit macht uns dankbar und bleibt in unserer Erinnerung, schließen Maxima und Willem Alexander ihre Botschaft. Die Anteilnahme des Königspaars wird auch von Prinzessin Beatrix, Willem Alexanders Mutter, geteilt, die das Posting mitverfasste.